Willkommen zurück. Beim letzten Mal haben wir mit dem Durak weggespielt und ich hatte sehr befürchtet, dass Bankschaden eine Rolle spielen könnte. Und demnächst kommt ja auch das Mana-Vieh. Das ist jetzt im Turnierformat noch nicht zugelassen, im Versus-Format schon. Da dachte ich mir, gut, spielen wir doch mal selber noch einen Bankschaden-Deck. Wäre doch schade, wenn wir die Gelegenheit ungenutzt lassen. Also, schauen wir mal, was uns hier erwartet. Boogie Girl. Netter Name. Ein Evolution. Ding. Sleeves und eine Deckbox. Ding. Nehme an, dann wird es irgendwas bei der Evolution sein. Fragezeichen. Polyporba. Das macht es natürlich ein Stück schwieriger. Glaube ich. Aber wir kriegen das schon hin. Das Problem dürfte jetzt sein, er kriegt gleich noch eine Energie direkt in der ersten Runde dran. Ah, das ist nicht schön. Und dann kommt auch noch das Memmion. Ich hat einen guten Start erwischt. Aber wir kriegen das schon hin. Allen voran, weil wir die Logoks haben. Kriegen wir einen Logok, läuft die Sache für uns, glaube ich. So, erstmal. Du gehst schön weg. Dann, wir holen uns einen Remora. Legen hier schon mal die erste Energie hin und dann ziehen wir so viel wie möglich. Jetzt haben wir auch schon eine Energie im Ablagestapel. Was potenziell gut sein könnte für Logok, dass wir die Energien gleich beschleunigen können. Jetzt werfe ich noch eine Energie ab. Wir können nämlich zwei beschleunigen. Und nächste Runde können wir dann, glaube ich, hier ganz viele unserer Freunde weiterentwickeln und dann die Conny spielen. Und wenn wir dann vielleicht noch eine Energie bekommen, möchte ich es verschieben? Ja, ich glaube, das möchte ich. Wenn wir dann vielleicht noch eine Energie bekommen, womit wir Logok dann hochpowern können, dann können wir drei Kreuze machen, glaube ich. Also, lieber Gegner, was darf sein? Habe ich dich jetzt mit dem Tausch so durcheinander gebracht, dass nichts mehr geht? Nein. Er hat noch eine Energie. Kann sich jetzt direkt noch ein Pokémon raussuchen? Und was nun? Ich tatsächlich das Fulipowa gleich. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Das wären 120 oder 160? 120 Schaden für uns. Nun gut. Passt schon. Oh nein. Und das wirkt Leon. Er hat echt alles perfekt auf der Hand gehabt. Das ist nicht schön. Wenn jetzt noch Dings kommt. Heißt das die Galarmine? Dann ist das Logok schon mal geliefert. Richtig doof gelaufen. Was würdest du dagegen machen? Es ist echt furchtbar. Na gut, wir kriegen das schon hin. Ja, komm, du nimmst das Logok jetzt raus. Oder hast du keine Energie? Bitte hab keine Energie. Was? Okay. Ja, das reicht. Ach, stimmt. Das sind ja nur zwei Energien, die er braucht. Er braucht nicht mehr die drei Energien. Die drei Energien waren für die Heilung. Na, wie ärgerlich. Nun gut, was würdest du machen? Das Glück ist auf unserer Seite. Wir kriegen direkt was Brauchbares. Erstmal spielen wir Conny, schauen, was uns das Deck so gibt und was wir uns noch raussuchen müssen. Ich würde sagen, wir holen uns jetzt wieder das Wulaoso. Das mit dem Silberohr spare ich mir erstmal. Dann holen wir uns das Stadion. Das Stadion bremst ihn nämlich sehr, sehr aus. Denn wir kriegen Rückzugskosten minimiert. Und seine ganze Attacke basiert auf den Rückzugskosten. Und wir machen jetzt ja auch sehr viel Schaden. Das finde ich großartig. Möchte ich den Quartermarken Energie geben? Ich glaube schon. Nur um zurückzuziehen, allein schon deshalb würde ich es machen. So. 260 Schaden auf dem Fulipurba. Sehr gut. Jetzt die Frage, was hat er jetzt noch? Er hat direkt das Inteleon noch. Das macht aber, glaube ich, Probleme. Noch ein Level bei. Da kriegt er ein Memmion noch.
ist die Frage, ob er jetzt direkt noch einen Supporter auf der Hand hat. Oder ob er sich eben lieber anstatt dem Stadion direkt den Supporter rausholen hätte sollen. Oder kommt da jetzt noch ein X-Bot? Tatsächlich. Nicht schlecht, nicht schlecht. Hab ich nicht kommen sehen. So. Ist da das Stadion weg? Schaut nicht so aus. Er mag mein Logo nicht. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Das macht ihm gerade richtig Probleme. Ein Tausch. Das macht nichts. Wir werden dann gleich Wulaoso VMAX spielen. Und dann holen wir ihm das... das Fuliproba weg und das Inteleon. Dann ist erstmal Ruhe und dann sind wir in einer sehr, sehr komfortablen Position, möchte ich behaupten. Du kannst doch gerne noch ein paar Karten dran anlegen. Ich werde es dir gleich weg... Nein! Oh Mann! Ich habe mich schon fast gefreut. Wenn da jetzt das Galar-Stadion wieder kommt, dann stehe ich doof da. Da ist die Galar-Mine. Galar-Minen sind doof. Macht das, glaube ich, einfach trotzdem. So doof, wie das klingt. Dann muss ich jetzt natürlich die Energie opfern. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, ob noch eine Energie da ist, aber ich denke schon. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass da keine ist. Außerdem geben wir dir den Luftballon, damit du nicht direkt besiegt wirst. Dann mit dem Giga-Turbo-Fluss ist schon mal ein VMAX weg. Was wird's denn mehr? Wir kriegen gleich 4 Preiskarten auf einmal. Großartig. Und mit dem Octillery haben wir immer noch die Möglichkeit, Energien rauszusuchen. Das wird passen. So, mal noch einen Flottball bekommen. Aber ich glaube, ich spiele keine X-Bot mehr. Die hätte ich mal irgendwann rausgetan. Noch eine Silver Aura. Das geht schon klar. Er kann höchstwahrscheinlich nicht zurückziehen, oder? Forschung des Professors. Vielleicht gerade ein Tausch. Und alle Inteleon sind weg. Sehr gut. Aber er kann jetzt trotzdem angreifen. Und das ist massiver Schaden. 240. Das kann sich sehen lassen. Direkt den Turm des Wassers. Ach, der arme Gegner. Ich glaube, der weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Der Turm ist halt wirklich jetzt im Moment recht nervig für ihn. Logok einfach nur, weil er eine Feuerschwäche hat nochmal. Haben wir noch eine der guten Energien? Ja, perfekt. Sehr schön, sehr, sehr schön. Dann ziehen wir dich zurück. Machen dem nächsten Fuliproba ordentlich Schaden. Und holen uns hier gleich mal... Hey. Das Wulaoso hat ja schon viel Schaden genommen. Gib denen hier beiden mal noch eine Energie, weil die beiden Guten im Ablagestapel liegen. So, okay. Ich wollte gerade sagen, mit dem Sauer-Ohr kann man notfalls dann auch noch immer irgendwas besiegen. Das wird schon passen. Lief bei uns. Lief sehr, sehr gut. Wenn es nur einer ist, wollen wir wieder ein Deck zurecht konstruieren. Das hat beim letzten Mal schon gut geklappt, finde ich. Wir haben beim letzten Mal das Stalos-Deck noch zusammengebastelt. Wie wäre es denn dann, wenn wir dieses Mal sowas ähnliches machen? Wir kopieren wieder Kramor VMAX. Und wir nennen es auf alle Fälle gleich erstmal um. Und zwar in Uraludon VMAX. Ja, ich glaube, das können wir so lassen. Dann werden wir dich auch bearbeiten. Werfen hier die Kramau raus. Und dafür einfach Duralo dann rein. Hurra. Duralo. Aber nicht... Ah, ups, Duralo, dann war das gar nicht. Wie hieß du denn? Hab ich wenig Mist gebaut. Burengard. Da fällt mir mein Lieblingsspitzname wieder ein. Haben wir nur einen Durengard in der Wii-Variante? Ernsthaft? Das kann ich mir nicht vorstellen.
Hier mal alles aus. Durengard. Nur eins in der Wii-Variante. Okay. Okay. Wir speichern. Duralo, da muss ich gleich nochmal umbenennen. Aber das nächste Match geht gleich los. Und hier kriege ich meinen Ausblick, was demnächst so kommt. Das ist, glaube ich, auch nicht verkehrt. Oh. Was geht? Münzwurf verloren. Der Gegner dafür ist wahrscheinlich angreifen. Wir haben nur einen Remoraid für den Anfang. Das ist sehr schwach. Oh Mann. Bin nicht erfreut. Aber X-Bad VMAX mit Galasmogmog. Wir spielen. Doch, wir spielen mit der Artilleriefähigkeit und das nicht allzu knapp. Aber gerade gegen die X-Bad V, da kommen wir, glaube ich, gut an. Auch gegen die VMAX. Um des Wassers. Das ist schon mal nicht verkehrt. Mir widerstrebt es ein wenig, damit der Forschung des Professors ein Logok VMAX zu verlieren. Aber ich glaube, mit dem Vulaoso VMAX, das reicht vollkommen. Wenn wir die haben, läuft das schon. Wablu. Das ist ziemlich bescheiden. Schafft er es, das Wablu rauszukriegen, stehe ich doof da. So. Energie weg. Wir holen uns. Habe ich da noch einen VMAX? Ah, ich habe da noch einen VMAX. Wir holen uns einen Logok. Dann den Tromm des Wassers. Hier gleich die Energie dran spielen. Nee, ich werfe die weg. Dann haben wir schon zwei im Ablagestapel und ich hoffe auf die Doppelenergie. Eine bekommen? Na gut. Das ist alles nicht so schön, muss ich zugeben. Ich hätte auch gerne noch einen Boss gehabt oder sowas. Ach, wird schon werden. Ich spiele mit dem Luftballon drauf und ja, dann haben wir, genug Karten losgeworden, dass es möglichst unattraktiv ist, gegen uns einen Mary einzusetzen. Und der Herz, wir haben verloren, höchstwahrscheinlich. Ich kann nichts mehr dagegen machen. Wenn er jetzt nichts anderes mehr spielt, stehe ich doof. Da hätte aber auch alles wirklich auf der Hand, meine Güte. Das ist ja richtig furchtbar gelaufen. Macht er jetzt noch irgendwas außer das Altaria? Das ist halt die Frage. Wenn er noch was anderes spielt, dann passt das. Dann haben wir immer noch eine Chance. Spielt er nur noch das Altaria, kann ich nichts mehr machen und die Sache ist gelaufen. Noch ein weiteres X-Bad, finde ich gut. Da ist es schon. Was für ein nicht nettes Pokémon. Wir haben es selber mal gespielt. Super stark. Ich jetzt so gar nicht auf dem Schirm, dass das noch überhaupt jemand spielt. Nicht mal eine brauchbare Energie bekommen. Das ist echt furchtbar. Komm, Spiel. So kriegen wir eine Octillery und mit dem Octillery kriegen wir dann die Energie. Das hilft schon mal. Und dann kann ich zumindest schon mal Energien beschleunigen. Das ist ein Anfang. Aber die Frage bleibt weiterhin bestehen. Spielst du noch was anderes außer Altaria dann? Ich glaube, ich hau mal die Mary weg. Ich glaube nicht, dass er so viele Karten dann haben wird. Und wir holen uns noch einen Quartermark direkt schon mal. Um alles möglichst vorzubereiten für das Vulaoso dann gleich. Aber ich glaube, dann wird er einfach nichts weiter spielen. Das hätte ich an seiner Stelle gemacht. Weil was wollen wir dagegen machen? Wir kommen gegen Altaria einfach nicht an. Okay, hochgekommen, wenn es weiter nichts ist. Könnte sogar noch ein Smogon spielen und ein Smogmog. Ach, schade. Da fliegt ein Quartermark gleich raus.
Nun gut, gibt Schlimmeres. Ich hätte mir vielleicht doch die Mary aufheben sollen. Kommt da noch was? Oder ist dir jetzt aufgefallen, dass du mit Altaria mich komplett besiegst, ohne dass ich irgendwas dagegen machen kann? Slotball, sehr gut. Komm, du willst noch einen X-Bad spielen. Na, das ist kein X-Bad. Vielleicht kriegen wir es gleich mit einem Wulaoso-Remix rausgenommen. Wäre ich sehr dafür. Mehr Energien auf den X-Bad. Wir holen uns wieder den Turm des Wassers. Spielen die Conny, hoffen darauf, dass wir gleich eine Doppelenergie bekommen oder das VMAX und nichts dergleichen bekommen wir. Was holen wir dann jetzt rein? Das macht alles viel schwieriger jetzt, dass wir nichts Brauchbares bekommen. Wir spielen das Fluchtsaal. Wird das Smogon? Perfekt. Für uns, würde ich sagen. So. Ja, lassen das, glaube ich, so. Möchte ich noch irgendwas spielen? Vielleicht noch einen Lugok. Keine Ahnung. Wir holen jetzt auf alle Fälle die Energie. Nur noch eine von den fließenden Angriffsenergien. Da sind zwei gepreist, das ist ziemlich schlecht. Wir kriegen auf alle Fälle jetzt das Smogon raus. Und schon mal ein X-Bad. Sehr gut. Eine fließende Angriffsenergie nehmen wir. Und noch ein Turm des Wassers, falls da wieder ein Schneegefäll fortkommt. Spielst du bitte noch mal ein Smogon? Ah. So nicht. Aber okay. Wird schon passen. Was kommt jetzt auf Seite des Gegners? Wir kriegen den Turm des Wassers wieder. Perfekt. Nochmal ein Ausrüstungsentsorger. Ernsthaft. Ach, wie ärgerlich. Doof gelaufen. Noch nichts. Perfekt. Wir haben gewonnen. Sehr gut. Weil er gerade selber festgestellt, dass er keine Pokémon hätte mehr spielen dürfen, glaube ich. Ari hatte mich komplett kaputt gemacht. Ich verstehe nicht ganz, warum er da noch was gespielt hat. Aber ich freue mich. Wir sind bis ins Finale gekommen. Und vielleicht kommen wir sogar noch bis aufs. Oh ne, wir sind auf alle Fälle auf dem Siegertreppchen. Aber vielleicht kommen wir noch auf den ersten Platz. Wer weiß. Sehr viel Spaß mit dem Deck, selbst wenn wir es nicht packen. Das ist schon in Ordnung. Wir schaffen hier schon was. Das wird schon. Hallo. Das mit dem Münzwurf finde ich eigentlich. Ich weiß nicht, sie gaukeln einen vor, man hätte irgendwie eine Weite, weil es ist halt einfach nur Zufall. Ob du nun da was auswählst oder nicht, also die Chance bleibt bei 50-50. Das finde ich ist eine nicht so schöne Sache. Aber vielleicht wird es ja im nächsten Launcher dann hier oben. Würde ich mich drüber freuen. Oha, mehrere Mulligans mit Stahlenergien. Was spielst du denn? Spielst du Duraludon? In Duraludon hätte ich es auch verdammt schwer. Duraludon würde mir ordentlich Probleme bereiten. Wir kriegen zumindest noch mal mehr Karten, das finde ich sehr gut. Zacian. Mit Zacian können wir leben. So. Hol mir erstmal, ich werfe hier einen Entwicklungsrauch weg. Ich hoffe, das war die richtige Entscheidung. Hole mir einen Lugok. Die Energie gleich dran und dann bin ich fertig. Wenn alles gut läuft, können wir gleich die Forschung des Professors einsetzen. Wenn eine Mary kommt, muss ich mal schauen, was dann kommt. Aber sobald wir das Logo haben, wir treffen halt immer die Schwäche von dem Zacian, dann kriegen wir einiges hin, glaube ich. Wobei, wenn er den Umhang der Stärke oder so hat, dann sind es 270 Leben, dann kriegen wir ihn nicht mehr. Aber wird schon werden. Er könnte natürlich auch die Schwächeschutzenergie oder wie auch immer die hieß haben. Nee, nicht Schwächeschutz, das war die Normalenergie. Die Schutzmantel-Metallenergie oder sowas in der Richtung. Ja, ich nehme an, du hast nur Zacians dabei. Du hast auch Einsamer Center. Aber mit dem Server Over kriegen wir da auch Schaden drauf.
Da kommt schon ein so ein Mann, der nicht schön. Smart Rotom, jetzt holt er sich die Energien da dran in das Station. Zumindest können wir dann schon mal die erste Kristallhöhle direkt wegmachen mit unserem Turm des Wassers. Also alles gut gelaufen. Nein. Die Mary ist so furchtbar. Jedes Mal. Jedes Mal, wenn du es nicht gebrauchen kannst, kommt irgendwoher eine dumme Manny. Dumme Mary, meine Güte. Jetzt habe ich Manny schon gesagt. Ärgerlich. Er hat das Station auch fast aufgepowert. Es ist so schlecht jetzt für uns gelaufen. Es darf nicht wahr sein. Wie furchtbar. Die Mary hat alles kaputt gemacht. Aber wirklich komplett alles. Guck mich gar nicht. So, Conny, du musst das jetzt richten, ansonsten stehen wir richtig doof da. Dann hat uns die Mary komplett kaputt gemacht. Nee, die Mary hat uns jetzt komplett kaputt gemacht. Das Remake's nicht jetzt. Es ist eine Mary und du stehst doof da. Was mache ich nun? Ich werde dem Seishin gleich schon mal Schaden machen. Wir werden ihm auch auf alle Fälle das Stadion kaputt machen. Ja, einfach schlecht. Richtig schlecht. Ach, das ist super ärgerlich. Ich habe mir Chancen ausgemalt, gerade wegen Zero-Hour, weil wir es so früh hatten. Aber ja, das Samazenta hat jetzt schon 2 Energien. Das Station hat schon genug Energien. Und ich stehe doof da. Wie ärgerlich. Eine Mary. Ich habe immer noch Spaß, keine Frage, aber... Ah, du bist so furchtbar mit der Kristallhöhle. Nun gut, wir kommen schon klar. Noch eine Forschung des Professors. Du hast ja echt alles auf der Hand. Ja, wirklich komplett alles. Das ist nicht schön. Das ist gar nicht schön. Es hätte nicht besser laufen können für den Gegner. Ah, das ist furchtbar bescheiden. Was würde ich machen? Ich spiele jetzt die Forschung des Professors. Dann können wir nur hoffen, dass es gut ausgeht für uns. Oder wir kriegen wenig bis gar nichts. Wie viele Energien sind im Ablagestab? Ja, nicht eine einzige. Da muss definitiv mal eine rein. Ein Server-Over haben wir noch direkt. Sehr gut. Dann kann ich nur hoffen, dass wir gleich noch ein paar gute Preiskarten kriegen. Turbofluss, wir nehmen das Station raus und das Kommandut dann direkt weg. Das Samazenta wird uns dann fertig machen, keine Frage. Aber vielleicht haben wir ja Glück und kriegen das Logok Remix dann. Eine Mary. Die hätte ich eben gebrauchen können. Logok Remix, okay. Immerhin schon mal ein Anfang. Und auch vielleicht das Octillery. Wird schon irgendwie werden. Ich glaube, der Start hat uns jetzt wirklich das Spiel gekostet. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, wie wir das noch irgendwie reißen werden. Andererseits, der Gegner sieht auch, wir haben noch Zero-Hour. Er muss irgendwas machen. Befehl vom Boss, bitte nicht. Ah, er nimmt uns die Energie vom Logok. Das ist richtig schlecht jetzt wieder. Aber dagegen geht nichts mehr. 3 sind dann schon weg. Ganze 3 von den guten Energien. Ah. Das ist echt übel. Haben wir noch eine? Wenn nicht, stehen wir jetzt richtig doof da. Haben sogar noch eine. Sehr gut. Wir spielen das Remix. Ich weiß, ich mache keinen Schaden. Aber das ist mir erstmal egal. So kriege ich Energien auf die Server-Overs drauf. Damit komme ich, glaube ich, ganz gut klar. Wir spielen hier nochmal den Luftballon. Suchen uns noch irgendeine Karte raus, die jetzt unter das Deck kann. Zum Beispiel ein weiteres Octillery. Und bringen ihm hoffentlich auch die Hand ordentlich durcheinander. Wenn er jetzt halt nochmal einmal einen Boss kriegt, dann kann er unser Vuloso auch rausnehmen. Dann stehe ich doof. Ah ne, wir hatten noch 6 Karten. Weißkarten. Okay, noch stehen wir nicht doof da. Wir selber haben dann auch noch einen Befehl vom Boss. Das ist nicht so schlecht. Wir haben hier schon mal die Doppelenergien dran. Perfekt.
Jetzt brauchen wir nur noch die Elektroenergien oder eine von den anderen Energien. Da sollten noch welche im Deck auf alle Fälle drin sein. Notfalls müssen wir gleich die Forschung des Professors spielen. Damit kommen wir auch weiter. Schade, schon wieder ein Ausrüstungsentsorger. Nicht auf dem Dogok VMAX. Da haben wir weiterhin den Luftballon. Das ist doch nicht verkehrt. Hast du noch ein Summer Center? Ernsthaft? Ach, wie doof gelaufen. Aber das macht nichts. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Glaube ich. Nee. Wir kriegen hier. Eine Energie. Perfekt. Würde ich sagen. Legen hier die Energie an. Ziehen hier das zurück. Spielen den Befehl vom Boss. Und können dann nur hoffen, dass er nicht. Hier das Summer Center irgendwie aus der aktiven Position rauskriegt. Dann kriegen wir gleich nochmal ordentlich Schaden drauf. Und dann bräuchten wir, würde ich sagen. Ah, nein! Ärgerlich, ärgerlich. Er hat noch eine Forschung des Professors, okay. Wir müssten dann schnellstmöglich das andere. Eine Metallplatte finde ich nicht gut. Wir haben das andere selber auch reinbekommen und wir brauchen aber auch noch eine Energie dafür. Ich will eigentlich nicht meinen Befehl vom Boss loswerden. Du hast 280 Leben. Dann machen wir dich so oder so im Moment. So. Perfekt gezogen. Also es hätte nicht viel besser laufen können. Großartig. So, du ziehst dich zurück. Wir holen wieder das andere rein. Oder wir können es auch jetzt gleich so besiegen. Und dann hat das andere nur noch 20 Leben. Oder wir siegen das hier. Das hat nämlich schon genug Energien und hoffen darauf, dass er hier nichts hat. Hätten dann hier 170 Schaden drauf. Dann sind es hier noch 60. Ja, komm, ich mach das. Wird schon schief gehen. Wenn wir noch genug Energien an das selber Ohr ranbekommen, kriegen wir das Summer Center platt, sofern er nicht das Stadion wieder kriegt, so schnell. Da kommt Roy. Der kriegt das Stadion doch. Dann hat er noch 140 Leben. Er hat den Luftballon schon an seinem Pokémon dran. Es ist egal, er kann keinen Umhang der Stärke mehr dranlegen. Und sofern er nicht dann noch eine Kristallhöhle bekommt, kriegen wir ihn mit dem anderen selber auch höchstwahrscheinlich. Papier werfe ich direkt alles weg. Davon brauchen wir nichts mehr. Wir brauchen jetzt allen voran ganz viele Energien und die Stadien. Wir haben ein Stadion. Das passt. Die Energie kriegen wir mit dem Octillery. Wir machen unser Deck aber noch kleiner. Die Remorites fliegen weg. Wobei, vielleicht hebe ich mir eins auf und dafür fliegt so ein Vulaoso weg. Dann nehmen wir hier das teleskopische Visier drauf. Wird schon passen. Wir holen uns hier die Energie. Sind noch. Es sind nur noch zwei da. Ich habe nicht nach Elektroenergie geschaut. Ich spiele vier Stück. Das sind wie viele im Ablagestapel? Nur eine. Okay. Kriegen da schon was hin. Und was werfe ich ihm zum Fraß vor? An ihm. Nichts wirklich geben, was ich haben wollen würde. Warte, Marc. Ich hoffe einfach mal, er hat keinen Boss und ich hoffe, er hat kein anderes Pokémon. Ah, da kommt der dumme Boss.
Das war richtig, richtig ärgerlich. Nun gut. Wir haben immer noch Elektroenergie in den Deck. Es wird schon schief gehen. Wir müssen nur noch einmal hier einen Hit landen. Mit dem 100er Schaden, den wir da packen. Zwei Energien sind da noch. Also, liebes Deck. Erwarte mir Großes. Ich erwarte mir, dass da jetzt was zum Ziehen kommt oder direkt die Energie. Ich glaube, der Gegner weiß auch, dass er nur noch das Samazenta liegen lassen und nichts anderes mehr spielen. Und Kristallhöhen sind drei raus. Vielleicht spielt er nur drei. Hoffe ich einfach mal. Samazenta, wir haben auch noch anderweitig eine Chance. Es ist nicht schön, dass er jetzt da so viele Karten noch bekommt. Er spielt, glaube ich, jetzt darauf, dass er einen Boss kriegt und uns die V-Max rausnimmt. Okay. Da kommt noch ein Seychelles. Das andere wird aufgepowert. Mary, sehr gut, sehr, sehr gut. Gleich kriegen wir alles, was wir brauchen, jetzt direkt bei Haus. Mir, ich spiele zwei Bossklaube. Wie viele sind hier noch? Nee, drei und die sind alle schon weg. Ich habe die Elektroenergie, aber ich kriege das Samazenta nicht mehr vor. Ich habe verloren, glaube ich, an der Stelle. Mach was. Logo würde mir auch reichen. Wir haben noch das V-Max. Wenn mir ein Logo reicht. Hallo, ich habe geklickt. Dann können wir auch das aufbauen. Hier noch das Artillerie. Warte mal, könnt ihr vielleicht noch gebrauchen? Hier kriegst du eine Artillerie. Dann Energie haben wir noch. Sobald wir die ziehen, kriegen wir entweder das Samazenta weg oder das Seychelles weg. Ein X-Pad würde ich nicht wegbekommen. Er hat leider wieder die Kristallhöhle. Wir hätten gewinnen können. Ich glaube, jetzt haben wir verloren. Ärgerlich. Mary? Nee, ich glaube, an dieser Stelle ist jetzt der Drops gelutscht. Wie viele Boss hast du denn schon weg? Zwei? Zwei. Ja, das war's. Die Nummer ist durch wegen der einen Kristallhöhle. Na gut, mir hat's trotzdem viel Spaß gemacht. Ein paar Booster-Packs sollte es ja trotzdem geben. Ärgerlich, aber spannend. Das reicht mir. Booster, perfekt also alles. Was will mehr? Ich würde sagen, bevor ich noch weiter was erzähle, bis zum nächsten Mal.